Ja, wie fange ich am besten an, Digga? Hattet ihr schon mal Pech im Leben? Bestimmt, oder? Es fliegt mal ein Glas Wasser um, ein Toast landet auf die bestrichene Seite, ihr kriegt mal einen Strafzettel oder so, ne? Solche Dinge passieren. Aber wenn ich Pech habe, dann geht das manchmal in so absurde Extremen, dass mir manche Leute stellenweise nicht glauben wollten, dass es mir wirklich stellenweise so viel Scheiße passiert. Ja, die Geschichten, die ich heute erzähle, die sind an manchen Stellen vielleicht lustig, aber allgemein sind sie für mich ziemlich bedrückend. Das fing alles jetzt so vor, ich weiß gar nicht, 3 oder 4 Wochen an, als meine Freundin mit mir Schluss gemacht hat. Das war schon ein ziemlich harter Rückschlag für mich und die nachfolgenden 2, 3 Tage waren auch ziemlich hart, also mit Panikattacken, Heulkrämpfen oder auch stellenweise einfach Wutausbrüchen wegen den kleinsten Sachen stellenweise. Da ging es mir schon ziemlich dreckig. Wieso und weshalb es zwischen uns Schluss ist, darauf möchte ich nicht wirklich näher eingehen, weil es ja auch immer noch eine private Sache zwischen uns beiden ist. Alles, was ich dazu sagen kann, ist im Grunde nur, dass ich ihre Punkte nachvollziehen kann, aber ich kann es nicht verstehen, dass man deswegen Schluss macht und eine eigentlich soweit ziemlich gut funktionierende Beziehung dann einfach beendet. Zumal es jetzt auch nicht wirklich ein Problem war, das man nicht hätte beheben können auf lange Sicht, zumal ich auch schon daran gearbeitet habe, mich zum Beispiel auch mehr zu öffnen und sowas. So, ich in meinem Fall habe eigentlich schon eine Verbesserung bemerkt, aber ja, das hat dann am Ende dann wohl irgendwie trotzdem nicht gereicht, weil man es ja dann nicht erzwingen wollte. Ja, und jetzt ist es halt wieder die Situation, dass jetzt schon wieder eine Beziehung beendet ist, von der ich eigentlich dachte, dass diese weitaus länger halten wird, also zumindest mal ein paar Jahre und nicht wie jetzt schon wieder irgendwie 6 oder 7 Monate. Da hilft es dann halt auch nicht, dass ich nächstes Jahr 30 werde und so langsam mir wirklich einen Kopf darum mache, weil ich eigentlich schon mal so langsam, weil ich schon mal langsam gerne jemanden hätte, mit der ich auch auf lange Sicht zusammen bin, weil eines meiner großen Ziele im Leben eben doch auch das ist, dass ich dann irgendwann auch meine Familie habe. Ja, und jetzt sitzt man hier und ich habe auch wirklich keinen Bock, schon wieder durch diese ganze Dating-Scheiße durchzugehen, wieder neue Leute kennenzulernen, wieder durch diesen ganzen Kennenlernprozess durchzugehen und wieder jemand Neues treffen und was weiß ich und da wieder dann eine Connection aufmachen. Ich finde sowas ziemlich anstrengend irgendwie, zumal ich auch das Gefühl habe, dass es immer schwerer wird. Also wenn ich da irgendwie 6 oder 7 Jahre zurückdenke, da war das irgendwie alles noch einfacher. Ich weiß auch nicht. Zumindest habe ich damals irgendwie noch leichter neue Frauen kennengelernt im Vergleich zu heute. Und damals war ich auf jeden Fall noch unreifer und unsicherer, als ich es jetzt heute bin. Aber ja, mal schauen, wie sich das noch entwickelt. Auf jeden Fall war das eine Situation, die mich ziemlich belastet hat die letzten Wochen. Und naja, es ist nicht die einzige Sache. Denn wie es schon im Videotitel steht, es handelt sich um eine Pechsträhne und die Rabbit Hole geht noch tiefer. Gut, in der Woche nach der Trennung bekam ich dann irgendwann auf WhatsApp eine Nachricht von meinem Bruder, ob mit mir alles in Ordnung sei, denn unsere Mutter könnte mich nicht erreichen. Und ich dachte mir so, okay, vielleicht spinnt irgendwie wieder das Netz, dann versuche ich sie mal anzurufen. Ging aber nicht, denn ich war irgendwie nicht mehr im Netzwerk angemeldet. So eine Nachricht hatte ich davor noch nie. Und ich konnte auch niemanden anderes anrufen und ich hatte zwar volle Netzstärke, aber ich habe bemerkt, da stand nicht mehr telekom.de als Netzbetreiber. Dann dachte ich mir halt, okay, dann hole ich mal die SIM-Karte raus, stecke sie neu ein, vielleicht behebt das ja, aber auch nicht. Und dann habe ich da ein bisschen nachgeforscht und habe herausgefunden, meine Nummer wurde einfach gekündigt. Die wurde einfach gekündigt, die wurde gelöscht, die gibt es nicht mehr, die kann man nicht mehr anrufen, diese Nummer ist einfach nicht mehr vergeben. So, cool, mir wurde einfach meine Nummer gelöscht, nachdem ich die irgendwie jetzt, ich weiß auch nicht, 15 Jahre hatte oder so. Und dann dachte ich mir, super, okay, ja, dann gehe ich halt zum nächsten Telekom-Laden und hole mir eine neue Prepaid-Karte. Und ja, ich bin noch jemand, der ganz altmodisch Prepaid benutzt. Ich habe kein Internet unterwegs. Ich schnorr mir, wo es geht, immer WLAN und damit lebe ich ziemlich gut. Egal, wo ich hingehe, es gibt immer irgendwo ein offenes WLAN. Also wirklich, man braucht es halt im Real Talk nicht mehr. Gut, dann steppe ich so in diesen Telekom-Laden, gehe zu dem fast 2 Meter großen Typ hin und sage zu ihm so: Jo, meine Nummer wurde gekündigt. Ich hätte gerne eine neue Prepaid-Karte ohne monatliche Kosten. Und dann guckt er mich so an und sagt so: Haben wir nicht mehr. Ich so: Hä? Wie, aber ich habe doch auch davor, vor 15 Jahren, eine Prepaid-Karte ohne monatliche Kosten geholt. Dann sagt er so: Ja, nee, wir verkaufen sowas nicht.
Aber wenn du jetzt zu Edeka oder Kaufland gehst, da gibt es sowas noch. Irgendwie komisch, dass ein Telefonladen sowas nicht mehr verkauft, aber irgendwelche fucking random Einkaufsläden schon. Dachte ich mir halt so, okay, scheiß drauf, gehe ich halt zum Kaufland und hol mir da so eine Prepaid-Karte. Und dann war da so ein Regal mit jede Menge Karten von Kongstar und dann gucke ich da so durch und auf der Rückseite waren die Nummern drauf. Und dann habe ich geguckt, welche Nummer lässt sich einfach merken, welche ist easy. Und dann, ich sag's euch, ich schwör's euch, es ist so crazy. Ich habe die geilste Shitpost-Nummer ever gefunden. Ich werde sie natürlich nicht sagen, weil ich mich nicht doxen will. Aber wirklich, es ist... Also im Nachhinein dachte ich auch, wenn irgendein Arbeitgeber in der Zukunft diese Nummer versteht und mich deshalb fragt, dann werde ich einfach darauf antworten, so, ja, wurde mir halt so zugeteilt, ne? Ja, auf jeden Fall kaufe ich das Ding für 10 Euro, easy peasy, gehe nach Hause, steck das Ding in mein Handy, will mich über die Kongstar-App registrieren und dann kommt, yo, wir müssen deine Identität überprüfen. Also dachte ich mir, okay, kein Problem, ich habe ja für diesen Fall extra meinen Ausweis und alles mit der Ausweis-App 2 registriert und kann das ja easy peasy machen. Halt den so an mein Handy dran, es rattert halt durch und dann kommt so, nö, geht nicht. Und dann fiel es mir wieder ein. Mein Ausweis ist ja abgelaufen. Ja, mein Ausweis ist abgelaufen, der ist nicht mehr gültig und jetzt kann ich diese Nummer nicht aktivieren, weil ich einen neuen Ausweis brauche. Was braucht man für einen Ausweis? Genau. Bild. Also bin ich am nächsten Tag wieder zum Kaufland gesteppt, habe mich da in den Fotoautomaten gesetzt und habe ein neues Passbild machen lassen. Bin mit diesem Passbild dann zum Rathaus gesteppt, habe da dieses schöne Formular ausgefüllt, Foto abgegeben, 37 Euro hingelegt. Digga, die verlangen von einem, dass man einen Personalausweis hat und verlangen 37 Euro dafür. Also jetzt mal wirklich, das ist doch Wucher. So, und dann dachte ich, cool, dann werde ich ja meinen Ausweis wahrscheinlich nächste Woche wahrscheinlich haben. Nee, die Scheiße braucht einfach auch noch 3 bis 4 Wochen, bis es fertig ist. Das heißt, ich bin jetzt einen Monat ohne Handynummer. Ich weiß nicht, ich glaube, nächste oder übernächste Woche müsste das dann endlich ankommen. Und dann habe ich endlich mal wieder eine Telefonnummer. Aber ey, das ist so ein Scheiß, ich sag's euch. Dass man, um sich eine neue Nummer zu registrieren, überhaupt mit dem Ausweis anmelden muss, weiß ich nicht, Digga. Aber gut, wahrscheinlich kann ich es verstehen, falls mal irgendwie illegale Aktivitäten mit der Nummer gemacht werden, damit man das leichter tracken kann oder so. Irgendwie so eine Scheiße, damit hat es bestimmt zu tun. Ja, also hatte ich da auch schon wieder mal Pech, ja, und zwar gleich doppelt. Nummer gesperrt ohne Grund, dann auch noch Ausweis ungültig und dann noch für 3 bis 4 Wochen warten. Ey, das ist also da... Ich meine, es ist ja irgendwo lustig, ne? Ich finde es zwar schon irgendwie nervig, aber so im Allgemeinen fand ich die gesamte Situation lustig. Das geht ja auch noch in Ordnung. Und dann die Woche drauf, beziehungsweise letzte Woche, kam die nächste beschissene Situation. Ich bin zur Bank gegangen, wollte ganz normal meine Miete überweisen, bisschen Geld abheben, ne? Man kennt's. Gehe zum Bankautomaten und sehe, da ist ja gar nichts drauf. Und es gab genau 2 Situationen, warum das so ist. Die erste Möglichkeit wäre gewesen, meine Bank ist fusioniert und die haben es einfach vercheckt, das Geld richtig zu überweisen. Und die zweite ist, das BAföG hat mir einfach kein Geld überwiesen. Ich habe dann so ein bisschen mit meinem Kumpel gechattet, der auch an der Hochschule ist. Und wir kamen random auf das Thema BAföG und er hat auch geschrieben, ey, ich habe mein Geld noch nicht bekommen, ist gerade ein bisschen schwierig, was zu machen. Und dann habe ich ihn so gefragt, du hast dein Geld auch noch nicht bekommen? Und er so, ja, ich habe den Antrag zu spät abgereicht. Und ich so, Antrag... Ja, aber läuft der nicht noch irgendwie bis Oktober? Nein, anscheinend ist der jetzt schon ab September ungültig und man muss einen Förderantrag stellen. Lustigerweise dachte ich, man wird benachrichtigt, wenn man den Folgeantrag stellen soll. Ich habe aber keinerlei Benachrichtigung bekommen. Denn anscheinend gab es irgendeinen Fehler in der Administration vom BAföG und die haben die E-Mails nicht rausgeschickt beziehungsweise die Briefe nicht verschickt. Das heißt, ich sitze hier, habe keine Ahnung und habe jetzt einfach kein Geld. So. Und bevor jetzt irgendjemand kommt und sagt, ja, ist doch selbstverständlich, dass man den von selbst weiter bewilligen muss. Als ich zur Schule gegangen bin und da BAföG bezogen habe, habe ich, als es um die Weiterbewilligung ging, immer einen Brief vom BAföG-Amt bekommen, wo dann auch schon der Weiterbewilligungsantrag beigelegt wurde
und dann hat man das einfach ausgefüllt und fertig. Und jetzt in diesem Fall muss man sich selber darum kümmern, am besten schon irgendwie im Mai. Und was mich in der Sache auch ankotzt, ist einfach, dass ich jetzt schon wieder die ganzen Nachweise von meinen Eltern bringen musste. So, ich werde nächsten Monat 29, ich wohne jetzt seit fast 5 Jahren alleine, warum muss ich noch irgendwelche Sachen von meinen Eltern bringen? Ich meine, es sind einfach nur Sachen, die das einfach unnötig verzögern. Aber gut, glücklicherweise haben wir das alles innerhalb von einem Tag abwickeln können. Ich habe es losgeschickt und jetzt bekomme ich hoffentlich in 1 bis 2 Monaten dann wieder Geld. Mit Rückzahlung hoffentlich. Wisst ihr, wie unglaublich stressend diese ganze Situation ist? Erst die Trennung, dann das mit der Handynummer und dann eigentlich das fucking Wichtigste, dass ich kein Geld habe, um überhaupt Miete, Strom und Internet zu bezahlen. So, diese ganzen 3 Sachen kommen zusammen. Und dann ist man auch einfach irgendwann am Ende. Dann kann man einfach irgendwann nicht mehr. Dann sitzt man hier und denkt sich so wirklich, Alter, warum gebe ich mir die ganze Scheiße überhaupt noch? Und was dann jetzt noch oben drauf kam, ja, wir sind noch nicht am Ende. Meine Mutter geht nebenher so ein bisschen mit einem Hund spazieren und verdient sich da nebenbei noch für sich und für mich ein bisschen Geld, damit wir beide noch ein bisschen über die Runden kommen. Und jetzt war sie mit dem Hund spazieren und der war komplett am Arsch. Ja, der wurde durch irgendwas wahrscheinlich vergiftet, sei es ein Giftköder gewesen oder weil da Weinberge sind und die gerade irgendwie mit Pestiziden oder was weiß ich was besprüht werden und der Hund das irgendwie abbekommen hat. Auf jeden Fall ging es dem Hund richtig dreckig und man dachte für einen Moment, der ist jetzt tot, Digga. Der stirbt jetzt. Das heißt nicht nur, dass ich dann kein Geld mehr vom BAföG hätte, nein, ich hätte dann nicht mehr die kleine Finanzspritze von meiner Mutter, weil einfach der Hund stirbt. Und der Hund, der hat nicht mehr gegessen, der hat nicht mehr getrunken, der musste in eine Klinik gebracht werden, um dem dort eine Flüssigkeitsinfusion zu geben, damit der langsam mal wieder auf die Beine kommt. Also anscheinend geht es dem Hund jetzt wieder halbwegs gut und er ist auf dem Weg der Besserung. Aber ey, wenn das jetzt auch noch passiert wäre, wirklich, dann hätte ich mir wirklich gedacht, was soll, also wirklich, also wenn es einen Gott gibt, was soll die ganze Scheiße? Warum will man mich so durch die Mangel nehmen? So, letztes Jahr um die Zeit hatte ich gerade mein Vorpraktikum fertig für das Studium. Studium stand kurz bevor. Dann habe ich mein Studium gestartet, habe meine jetzt Ex-Freundin kennengelernt. Und da hatte ich einen Aufschwung des Todes. Wirklich, ich dachte, ja Mann, geil. Digga, in 4 Wochen habe ich alles verloren. Ganze Kohle weg, alles gepfändet. Ja Mann, geil. Und jetzt gebe ich mal so richtig Gas. Endlich habe ich auch mal Glück im Leben. Endlich geht es für mich auch mal aufwärts. Ich hatte wirklich das Gefühl, wow, diesen ganzen Scheiß, den ich mein ganzes Leben bisher durchgemacht habe, hat sich jetzt irgendwo mal ausgezahlt und ich bekomme jetzt endlich mal die Chancen und die Belohnung, die, keine Ahnung, mir zusteht oder so. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das formulieren soll, aber ne, das ganze Warten hat sich jetzt mal gelohnt, das ganze dafür kämpfen, ne, von der Hauptschule bis zum Studium und dieses ganze Abwarten und ja, das trägt jetzt endlich Früchte. Und ein Jahr später sieht es wieder komplett beschissen aus. Das ist wirklich so unglaublich kräftezehrend. Das zerstört auch komplett wieder die Motivation. Keine Ahnung, es fällt halt einem schon schwer, da noch irgendwie positiv zu sein und sich irgendwie abzulenken. Und ich saß halt stellenweise die letzten Wochen einfach nur hier in meinem Zimmer. Mach irgendwie gar nichts, weil auch sonst kaum jemand wirklich Zeit hat. Oder kein Geld, ne? Inflation macht viele kaputt derzeit. Und ich bin auch ziemlich froh, dass ich jetzt aktuell noch Semesterferien habe diesen Monat und ich jetzt nicht auch noch nebenher irgendwie studieren gehen müsste. Weil ich wüsste, Real Talk nicht, wie ich jetzt ohne BAföG mir irgendwie die Fahrt ins Studium leisten könnte. Und klar werden ein paar von euch jetzt vielleicht sagen oder denken, yo, warum machst du nicht einfach noch einen Job nebenher? Weil ich unter anderem im November 3 Wochen am Stück Studium habe und ich meine wirklich am Stück auch die Wochenenden. Wir haben an den Wochenenden samstags und sonntags Workshops von 9 bis 17 Uhr und das sind dann einfach 3 Wochen, die ich durchgehend eigentlich nur am Studieren und Arbeiten bin. Ich habe dazwischen vielleicht mal 2-3 Tage Pause, aber mehr auch nicht. Und da wäre dann einfach kein Platz für einen Job, weil das Studium so viel Zeit in Anspruch nimmt. Auch schon das letzte Semester hat so viel Zeit in Anspruch genommen. So nebenher Videos cutten, das geht noch, aber ich könnte nicht irgendwo jetzt
weiß ich nicht, in einem Laden oder so noch für ein paar Stunden arbeiten. Das würde einfach für mich nicht funktionieren. Vor allem nicht in meiner aktuellen Situation und meiner mentalen Verfassung. Ich glaube, ja, weiß ich nicht. Es gibt ja auch Leute, die sind so arbeitsmäßig angelegt, die finden irgendwie Frieden oder Ablenkung in Arbeit. Aber für mich ist es irgendwie gar nicht so. Also ja, auf jeden Fall werden die nächsten Wochen und Monate nochmal spannend. Ich muss jetzt echt gucken, wie ich jetzt auch den Oktober über die Runden bringe. Ich muss ja schließlich auch nochmal dann Miete zahlen und dann muss ich auch in die Uni fahren. Und wie ich das irgendwie hinbekomme, geldlich, ja, mal gucken, ne? Da hilft es auch nicht, dass Benzin aktuell wieder arschteuer geworden ist. Ja, auf jeden Fall soll es das dann auch gewesen sein mit diesem Kanal-Update. Wenn sich meine Situation nicht noch weiter verschlechtert und noch irgendwelche komische Scheiße passiert, dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Kanal-Update wieder, wenn dann wieder das Studium angefangen hat. Ich musste einfach mal diesen ganzen Scheiß loswerden. Ich hoffe, dass euer Leben besser läuft als meins aktuell und ich wünsche euch noch eine schöne Woche, einen schönen Monat und ja, wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Was ein Monat, Alter.